Howdy and welcome to Barbecue Leaks. Jo, und es gibt heute mehr oder weniger Dauerwerbevideo. ja, warum, wieso, deshalb? Ihr kennt mich ja, wenn ich irgendwo was Neues sehe, höre, mehr denke, dann muss ich es auch ausprobieren. Und ja, da hatte ich ja vorher, passiert auch, sag ich mal, auf Facebook, da so einen Beitrag sehe von Glutgold. Ja. Kokoskohle auf verschiedene Arten. Kokoskohle, wisst ihr ja, Coca-Cabana, ja, mit der ich ja seit einem Jahr grille. Kokoskohle, Nachhaltigkeit etc. finde ich toll. Und dachte ich mir, okay, probier's die Arme aus. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kurz hin und her geschrieben, am nächsten Tag war der Rico da und hat mir mal die verschiedenen Produkte mitgebracht aus Kokoskohle, was die alles machen. Also Blitzanzünder, Hexagons, ganz normale, also diese Eierbriketten, ne? Diese Kohle, dann so Cubes, dann für einen Lotusgrill so Sachen. Oh, das habe ich schon gefilmt. Okay, das kriegt man im nächsten Video. Dann Geruchsfilter, ein Wasserfilter und so weiter und so fort. Das kommt aber noch. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Tests gemacht mit 5, sagen wir einfach, Kohle dazu. Jo, guckt es euch einfach an. Ich mache da auch kein Fazit anschließend, deswegen Intro, Video, fertig. Ne? Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Begeistert über die Nichtrauchentwicklung, begeistert über den Geruch, aber am meisten begeistert über die Standhaftigkeit, oder wie man bei Kohle sagt, also wie lange sie glühen und auf alle Fälle die Temperaturen. Also die gehen ab wie Nachbars Katz. Ne? Geile Sache, guckt euch einfach mal an. Natürlich, Kumpels waren da, haben sich das auch angeguckt. Jo, als der Jörg dann aber diese Blitzkohle angezündet hat, werdet ihr dann sehen, wo wir die Holzscheide oben drüber gemacht haben. Ich hatte es nicht gesagt, er hat nicht aufgeacht, er hat es falsch rum hingelegt. Ja? Also mit der Glattseite nach oben angezündet, wir haben es andersrum angezündet, hat trotzdem funktioniert. Jo, und dann haben wir gleich auf längst Steak gemacht. Also es gibt eine Kleinigkeit zu essen, in dem Video zu sehen. Und der Rest ist halt mal eine Dauerwerbesendung. Ihr wisst ja, wenn ich wieder was Neues habe, ich sage hier in so eine Tüte, in so ein Vakuumierer, dann sage ich euch das. Wenn ich irgendwie was Neues weiß, dann sage ich euch das. Ihr könnt machen draus, was ihr wollt. Ne? Ja, guckt euch einfach mal an, habt Spaß. So long. Markus. Hier ist der Versuchsaufbau. 5 Anzündkamine. Die geben sich nicht großartig was. Ich denke nicht, dass ein Anzündkamin besser funktioniert wie der andere. Wesentlich für einen Versuchsaufbau habe ich halt gerade 5 gleiche. Ja, und ich hole euch dann mal direkt näher ran. Die werden jetzt alle 5 gezündet. Entweder die Selbstzünderkohle beziehungsweise die Anzündhilfen. Jo, da ist so ein bisschen so ein Stahlschwamm zum Spülen, ne? Aber so eine geschnitte zusammengekrummelt drin. Da kommt jetzt noch Spiritus mit rein und dann mit dem Stabfeuerzeug oder mit dem Lötbrenner angesteckt. Das ist halt die Zündquelle. Ich möchte halt möglichst hohe Anzündtemperatur erreichen, das erreiche ich mit Spiritus und halt möglichst überall die gleiche Temperatur haben. Mit so Bio-Anzünder oder sonst irgendwelche Anzünder kriege ich das nicht hin, dass der Versuchsaufbau von der Anzündtemperatur und Fläche einigermaßen gleich ist. Denke ich mal, das ist dann aussagekräftig und auf eine Minute oder auf Grad hier oder her kommt es nicht an. So, ich hole euch mal näher ran. In jedem Anzündkamin sind 500 Gramm drin. Das hier sind die Kissen. Also Kokos Briketts, Kissen nennt sich. Das sind die Hexagon. Hier haben wir eine Binchotan, japanische Steineiche drin. Hier haben wir die Blitzkohle und hier drin die Cubes. Deswegen habe ich meine 500 Gramm nach der Blitzkohle gerichtet. Weil 2 von anderen, das hätte versucht wieder verfälscht, deswegen hier bei den anderen 500 Gramm. Und bei der Bichotan, ja, die ist natürlich ein bisschen teuer und da jetzt 500 Gramm nur für den Testverspender. Sorry, da bin ich zu geizig dafür.
Da schauen wir einfach nur, wie lang und was für Temperatur auch so ein Stück macht. Gut, in die Eierdächer von meiner Frau. Hoffentlich kriegst du es nicht mit. Ne? Wenn sie das Video sieht, wird es mitkriegen. Die habe ich schon mal ausgeliehen, die sind aus Edelstahl. Die werden jetzt gleichmäßig dreiviertel voll mit Spiritus gefüllt. Und diese Schrubbschwämme, die Edelstahl-Topfreiniger, die sorgen dafür, dass da größere Oberfläche da ist, beziehungsweise über die Adhäsions-, Kohäsionskräfte, bla bla bla. Also es brennt einfach besser, so ein Brenner, wenn da was drin ist. Hier die Blitzkohle, die Bichon Hahn, die Cubes, die Hexagon und die Glutkäse. Ja, wenn die Hand drüber hält, der Spiritus ohne. Ja, tut sei Schuldigkeit, was er machen soll. Schauen wir mal. Die Minuten sind rum, ohne die Spiritus, ich habe geschaut, ist jetzt überall verbrennt. Hier die Kissen, die sind noch nicht komplett durchgeglüht. Die Hexagon, okay, glühen in der Mitte gut. Die Cubes, ganz anders aufgeschichtet, die glühen noch besser. Bei der Bichon Hahn, also da haben die 10 Minuten nicht gelangt mit dem Spiritus, da hat sich überhaupt nichts getan. Und die Blitzkohle, klar, die glüht. Ich werde jetzt mal Temperaturmessung starten, da habe ich mal das einfallen lassen, um da möglichst gleich mäßig messen zu können. So, zum Messen habe ich mir folgendes einfallen lassen. Hier so ein Topfenersetzer. Da mache ich jetzt die Pfanne drauf. Schau auf die Uhr und lasse sie mal jeweils durch euch dann versetzen. Für eine Minute. Dann machen wir 2 Minuten. Für 2 Minuten oben drauf die Pfanne. Und zwischen den einzelnen Tests, wird die Pfanne hier in Wasser abgekühlt, weil sonst wäre der Versuchsaufbau ja nicht homogen. Ne? Und wie gesagt, Pfanne abkühlen, gerade mal ein bisschen abwäschen, abtrocknen und aufs nächste. 2 Minuten sind rum, ich versuche mal genau in der Mitte zu lasern. Man hat ja den Laserpoint hier. Jo, 347 Grad. Pfanne abgekühlt, hat ganz schön gezischt im Arme, im Wasser. Abgetrocknet. Timer wieder gestartet. Auch hier 2 Minuten. Und dann wird gemessen. Bevor ich jetzt die Pfanne messe da über, habe ich hier gerade mal reingelesen, der heiße Punkt gesucht. Jo, sieht man das hier? 853 Grad machen die Cubes in der Glut selber. Ich denke, das ist ganz adelig. Ne? Gut, warten wir mal, bis die 2 Minuten rum sind für die Pfanne. So, das Glutkäse mal gemessen hier über. Die Blitzkohle, wollte ich sagen. Und da sind wir gerade mal auf 188 Grad. Gut, das ist natürlich auch ganz schön weiter entfernt, die Kohle, die Blitzkohle, als der Haufen mit dem Ding unten drin. Die liegt ja unten im Anzündkamin. Das ist also nicht reell, der Vergleich. Okay, die Pfanne nüber abkühlen und nüber auf die Kohle, auf die Runde, auf die Kissen. Auch hier in der Zeit mal das, die Blitzkohle gemessen. Ja, da haben wir 612 Grad. Also ist okay in der Glut, auf der Glut, direkt auf der Oberfläche von der Blitzkohle. So, warten wir, bis die andere Pfanne heiß ist. 240 Grad in der Mitte von der Pfanne. Jupp. Also abkühlen und auf die Hexagon und dann nochmal die Glutmesser. 186 Grad hat es hier in der Mitte auf der Pfanne von der Hexagon. Ich muss mal gerade ein anderes Laserding nehmen. Das geht zwar nur bis 500 Grad, aber das bis 1300 Grad, das Gelbe, das hat im Moment ein bisschen überhitzt. Da war ich wohl ein bisschen nah drauf zum Filmen. Nicht zum Filmen, zum Messen. Okay, wenn es abgekühlt ist, messen wir nochmal die Temperatur auf der Glut. 761 Grad hat, haben die Käse auf der Glut, ja, da über. Jupp, und jetzt nochmal hier messen. So, die Hexagon 671 Grad auf der Glut. Ja, man sieht's. Passt. Ziemlich genau eine Stunde ist jetzt rum. Zeit, Anzünder, die Spiritus angezündet haben und die Kamine drüber gestellt haben, die Anzündkamine.
So, ich habe jetzt gerade überall nochmal bei den Hexagon, bei den Kissen und bei den Cubes 500 Gramm nochmal dazu gemacht. Also haben wir insgesamt jetzt ein Kilo jeweils bei den drei. Gut, bei der Blitzkohle, da kann ich jetzt nicht stapeln. Da schauen wir einfach mal, ja, wie lang die das hält. Temperatur haben wir ja schon gemessen. Jo, und ich lasse auch über der Blitzkohle der Anzündkamin drüber einfach mal, damit da die gleichen Voraussetzungen sind. Wobei, die gleichen Voraussetzungen, da hätte ich die Blitzkohle natürlich oben drauf tun müssen. Beim nächsten Mal. Blitzkohle mit der Zange, mit der großen Grillzange, jetzt auch mal oben drauf gelegt, ne, auf das Gitter. Jo, das war ein Denkfehler, das war natürlich ein bisschen doof. Ja, hätte ich auch gleich machen sollen. Gut, Versuch macht klug, ist mein erster Versuchsaufbau in dieser Art. Beim nächsten Mal weiß ich, wie ich es noch genauer machen kann, falls ich es nochmal machen will. 2 Stunden sind jetzt genau rum, Zeit im Anzünden. Und jo, hier die Blitzkohle. Da ist noch Schub dran, ja, da ist noch Hitze da. 360 Grad habe ich gemessen. Gut, dann haben wir hier die Kissen sozusagen. Hopp, da merkt man schon, das ist eine ganz andere Geschichte, da kannst du die Hand nicht drüber halten. Da habe ich gemessen 640 Grad. Dann haben wir hier noch die Hexagons. Jo, ach, sehr heiß, Handtest, aber 570 Grad. Und was mich total fasziniert, sind diese Cubes. Ja, da habe ich 730 Grad gemessen. Da läuft überhaupt nichts mit Hand drüber halten. Jupp. Schauen wir einfach mal, was in einer Stunde noch übrig ist, also nach 3 Stunden insgesamt. Man muss ja sagen, die stehen auf dem Rost, die Anzünder. Seitlich aber doch Zuluft, also von unten kommt jede Menge Luft. Also das ist absolut Kamineffekt, Vollast-Test. So grillt man ja normalerweise nicht. Also mit diesem Kamineffekt wäre eine ganze Zeit, der auch die Anzündkamine nicht lang halten. Aber hätte ich so ausgekippt, dann hätte ich natürlich verschiedene Haufen gehabt. Die Cubes hätte sich besser wahrscheinlich beischütteln lassen als die Kissen. Ja, die werden ein bisschen auseinandergerollt. Die Hexagons und so weiter und so fort. Ich werde nochmal einen Test irgendwann machen, indem ich es natürlich auch in die Grillen reinschütte und Fleischbrutzel. Aber dann halt nicht alle gleichzeitig. Ja, und dann können wir nach und nach nochmal gucken, wie sie sich im richtigen Leben beim ganz normalen Grillen, Barbecue, Longjobs, wie auch immer, verhalten. Ich gucke in einer Stunde nochmal nach und dann hole ich euch wieder bei. Wie gesagt, 3 Stunden. Ich habe einen Wecker gestellt gehabt um Handy, sind rum. Und jo, hier die Blitzkohle, kann man die Hand drüber halten. Die hat also zeitlich gesegnet, aber ja, über 2 Stunden, über 120 Minuten passt. Hier haben wir die Kissen. 3, 4, 5. Okay, da ist noch ein bisschen Hitze da, aber ziemlich runtergebrannt. Mal aus rumgehen. Hier haben wir jetzt die Hexagon. 1, 2, 3, 4. Also da ist nach 3 Stunden noch was, dass man die Hand nicht drüber halten kann. Und jetzt mal außen rumgehen, um die Schirmstände. Und hier haben wir die Kissen. Ja, von den Kilos her war ja alles dasselbe, 1 Kilo. Und das ist absolut der Knalle. Ja. Und ja, gerade 2 Sekunden. So heiß sind die noch. Man sieht es hier unten auch. Denke ich mir, da glüht es noch richtig. Ja, klar, der giftig. Geile Sache. Was noch nicht getestet war, also was noch nicht funktioniert hat mit dem Anzündkamin, die Binchotan-Kohle zu entzünden. Jo, der Rico sagt ja, beziehungsweise auf der Seite von Glutgold steht es ja, Anzündkamin ohne Kohle neu, den hier oder anderen, dann den Binchotan mit der Kohle drauf, das anzünden. Die müssen also irgendwie richtig viel Hitze haben. Jo, da habe ich mir gedacht, geht nicht, gibt's nicht. Hier habe ich wieder meinen Spiritus Edelstahl mit innen drin in den Topfschwämm. Jupp, diesmal ein bisschen mehr Spiritus drin, wie beim letzten Mal. Das wird jetzt auch gezündet und dann schauen wir mal. Gezündet ist es. Wir haben jetzt 10 nach 12.
am Samstag. Jo, ich werde mal die Zeit, wenn ich nicht es verpasse, mal schaue, wie lang der Spiritus ohne gebrannt hat und dann, ob die Bindschutan überhaupt angeht. Versuch macht klug. Genau 15 Minuten sind jetzt rum. Also die Flamme, die kommen mit Sicherheit, wie man sieht, noch ohne von der Spiritus. Also die Menge war jetzt so ausreichend, auf alle Fälle schon ungefähr Viertelstunde. 742 Grad, 20 Minuten sind rum, Spiritus ist all, also Flamme weg. Jupp. Und ja, sie haben also angefangen zu glühen, wie man eindeutig sieht. Und 750 Grad. Ich werde jetzt mal die Schublade unten aufziehen, dann hat es auch mehr Zug logischerweise. Und dann mal schauen, was sie noch so bringen. So, mit der Lagerfeuer starten, mit der selbstentzündenden Kohle von Fluggold. Ja, die Jörg macht da mal das Flammenwerfer drauf. Wenn man fast weg mit der Flamme, ob es dann drüber brennt, reicht schon. Ihr seht, und jetzt gibt es so einen kleinen Flächenbrand. Wir warten jetzt mal, bis die Flammen selber erloschen sind. Und dann wird das Lagerfeuer, sprich das Buchenholz drüber. Ihr seht, es muss halt ohne Luft kriegen, sprich auf dem Rost stehen. Zieh doch gerade mal die Schublade ein bisschen raus hier. Wir haben ja ohne die Schublade noch zu. Dann kriegen wir ja noch mehr Zug wahrscheinlich. Ja, wir warten, bis die Flammen jetzt erloschen sind. Dann glüht das Teil. Und dann kommt das Lagerfeuer. Gleich mal indianerfeuermäßig die Buchenscheide aufgeschichtet. Es ist jetzt gerade mal maximal 4-5 Minuten her, dass wir die ohne angezündet haben, die selbstglühende, selbstentzündende Kohle. Jo, und schon fängt das Holz an zu qualmen, was bedeutet, es muss genug Hitze da sein, um die Rauchgase freizusetzen. Und wenn es aufhört zu rauchen, dann haben wir genug Hitze, dass die Rauchgase sich auch entzünden. Warten wir mal, wir haben jetzt 5:30 Uhr, drei Kumpel sind da und dann wird der Flanksteak draufgeknallt. Das erste Mal drehen. So, wie immer waren ja zwei Flanken in der Packung drin, habe ich mal wieder total vergessen. Das eine, es ist jetzt 10 Minuten, flip, flip, flip. Ich denke, man sieht es, es geht langsam ab. Ich denke, es ist fertig, ich denke mal so, naja, 52,5 Grad. Nee, Quatsch. Also, es gab auch Zeiten vorher, irgendwelche Temperaturkühle, dass man es auch so gemacht. Fertig. So, hier liegt das gute Teil. Gleich mal hier an der dicksten Stelle erstmal aufschneiden. Hier drin macht es noch Mühe, so muss es sein. Und an der dünnsten Stelle wäre zur Phase. Ach, okay. Yep. Gar gerade getroffen. Klar, hier an der Stelle ist es an der dünne ein bisschen mehr Taschengard, an der dicksten ein bisschen mehr Medium Rare. Passt so, so wollen wir das. Guten Abo.